Okay, wir haben die letzten Stunden gesammelt, was ihr an Kosten im Alltag alles zusammen braucht, damit ihr wisst, wofür ihr euer Geld nachher ausgeben müsst. Wir sammeln mal. Wir hatten ein paar Versicherungen für mich. Rilla? Rentenversicherung. Was haben wir noch? Krankenversicherung. So, bevor es losgeht, noch die Hausaufgabe für nächste Woche. Denkt bitte dran, ich möchte zur nächsten Woche haben die Traumberufe, die ihr haben wollt und vor allen Dingen eine Begründung dazu, warum das euer Traumberuf ist. Dazu braucht ihr die Bücher, um nachschlagen zu können. Wer hat noch keins abbekommen? Wir. Ja. Dankeschön. Du auch noch? Warte. Montag. Tschüss. Tschüss. Montag. Ja, und ich weiß nicht. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie steht's eigentlich so? Was habt ihr eigentlich so für die Zukunft vor? Also ich möchte Sängerin werden. Ich weiß es halt nicht genau. Ich möchte Verkäuferin werden. Ja, ich möchte in die Medientechnik auf jeden Fall. Du warst ja auch beim Schreiner, das hat dir so gefallen, dachte ich. Nee, der Schreiner war nicht so gut, aber die Medientechnik hat mir gefallen. Okay. Okay, schönes Wochenende noch. Ciao. Tschüss. Ich möchte Sängerin werden und die Welt erkunden. So. Ja. So auch gehen. Ja, ich muss hier auch. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, schönes Wochenende. Ich habe schon Vorstellungen von meinem Job. Und du weißt nicht, was du später werden möchtest. Also ich habe mal überlegt, aber ist nichts bei rumgekommen. Also du weißt gar nicht. Vielleicht kannst du mal auf Google schauen. Also es gibt so ein Programm, dass du das machst und der sagt dir, welcher Beruf für dich passt. Also für dich eigentlich gut wäre. Okay. Tschüss, schönes Wochenende. Ach, wie schön, dass ich inzwischen weiß, was ich machen möchte. Warum muss ausgerechnet ich der sein, der nicht weiß, wo es lang geht? Gibt es wirklich keine andere Lösung als eine Ausbildung? Naja, eine Ausbildung ist ja auch nicht schlecht. Aber dafür meine gewohnte Umgebung zu verlassen? Alle wissen, wo es lang geht. Aber woher soll ich wissen, welche Ausbildung ich machen will? Ich möchte ja Geld verdienen, ich möchte Spaß haben, es soll nicht langweilig sein. Woher weiß ich das? Es gibt kein richtig oder falsch bei der Berufsauswahl. Probier mal ein Praktikum, vielleicht macht dir Spaß. Was erwartet mich eigentlich? Neue Leute,
neue Umgebung. Es ist einfach alles neu. Das macht mir irgendwie Angst. Neues bietet dir immer neue Chancen. Und außerdem findest du wahrscheinlich auch Freunde bei deiner Ausbildung. Und ich bleib dir immer als Freund erhalten. Was soll ich machen, wenn ich in meinem Betrieb zum Beispiel etwas falsch mache? Oder Fehler mache? Fehler sind überhaupt nicht schlimm. Du brauchst keine Angst zu haben, denn genau deine Fehler machen dich zu der Person, die du bist. Dankeschön. Bis später.